unweit von Sheridan sind Old Shatterhand und Allen auf Winnetou gestoßen. Endlich haben die Blutsbrüder Zeit, von ihren Abenteuern zu erzählen. Und wie Winnetou den Utah entkommen ist. Erzähl, mein Bruder. Was hat Charlie gemacht, seit sich unsere Wege getrennt haben? Als wir am Januar-Staccato auseinandergingen, habe ich die Spur des Mörders Center noch eine Weile lang verfolgt. Doch sie verlor sich in St. Louis. So kehrte ich zurück nach Deutschland. Und mein Freund Hatta Tidler fand allein den Weg zurück ins Pueblo der Apachen. Ja. Winnetou ritt vom Jano ins Tal des Todes. Und nun zu den Utah. Ihm gab er sein Wort, dass die weiße Squaw und ihr Vater den heiligen Ort nicht mit Hermine entweihen. Aber gibt es den Schatz im Silbersee wirklich? Es ist eine uralte Legende. Niemand weiß, ob sie wahr ist. Ich liebe Legenden. Erzählt, Winnetou. Es war lange, bevor die Weißen kamen. Es war eine friedliche Zeit. Damals lebte das alte Volk. Das alte Volk war reich. Reicher als je ein anderes Volk in den Jagdgründen des großen Geistes. Doch Gold, Silber, edle Steine brachten Unglück. Es herrschten Krieg und Hass. Wie so oft, wenn Reichtümer im Spiel sind. Die Weisen glaubten, diese Reichtümer seien verflucht. Sie gingen hinauf in die Berge, durchschritten eine Wand aus ewigem Nebel und versenkten alles in einem geheimnisvollen Wasser, dem Silbersee. Niemand sollte den Schatz je wieder berühren. Es wird aber auch erzählt, es soll eine Karte geben, gezeichnet von einem Krieger, der den Weisen zürnt. Diese Karte ging verloren. Doch auch der, der sie nun besitzt, wird den Schatz niemals in den Händen halten, denn er wird von einem mächtigen Zauber geschützt. Denn die Weisen wollten für ihr altes Volk für alle Zeit nur eines am Silbersee. Frieden. Eine schöne Geschichte. Ja, sehr schöne Geschichte. Nimm's mir nicht übel, Winnetou, aber ich glaube nicht dieses Märchen. Und doch, so sagt man, ist alles wahr. Und warum ist der Boden heilig? Viele der roten Völker haben dort oben ihre Häuptlinge begraben. Deshalb ist ihnen der Ort heilig. Aha. Na gut. Was meint ihr? Reiten wir zurück nach Sheridan? Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Ihr seid nachsichtig mit eurem Vater. Er liebt euch über alles. Ja, und ich ihn. Das macht es ja so schwer. Winnetou, kommt ihr mit uns? Ja. Wenn Winnetou spürt Gefahr, aus einem Himmel ohne Wolken, kann schnell ein gefährlicher Sturm werden.